Hallo liebe Zuschauer von Hexenking TV, herzlich willkommen zu einem neuen Multiplayer-Projekt, nämlich Battlefield 2. Ja, ich dachte, es wird höchste Zeit, ein Multiplayer-Projekt zu starten. Und da kam mir nichts Besseres im Sinne, einfach ein Battlefield-Spiel zu spielen. Und das, was ich zufälligerweise gerade installiert hatte, war Battlefield 2. Und da kam das hier sehr passend. Was gibt's zu dem Spiel zu sagen? Es gibt so viel zu sagen, dass man einfach... was soll ich dazu sagen? Man kann hier die verschiedenen Klassen auswählen, zwischen Fraktionen auswählen, dann Squad beitreten, im Online-Modus übrigens sehr beliebt. Und man kann sich als Commander bewerben, etc. Man kann auch einen eigenen Squad erstellen und es ist halt, wie jedes andere Battlefield-Spiel, ein hauptsächlich basiertes Online-Multiplayer-Spiel. Allerdings werde ich diese Karte im Einzelspieler-Modus spielen. Das ist weswegen spiele ich eigentlich nicht online? Weil ich eigentlich euch einfach mal einen Einblick in das Spiel gewinnen wollte. Denn vielleicht gibt es ja auch Leute, die Battlefield nicht kennen. Und dazu werde ich halt dann dementsprechend ein paar Sachen sagen. Auf alle Fälle ist das halt eine Karte im Einzelspielermodus. Also ich spiele diese Karte nicht online. Die zukünftigen nächsten Karten werde ich allerdings online spielen. Und ja, also man kann hier zwischen den Klassen auswählen, jeder kann lesen und der, wo lesen kann, kann auch sich damit ausrüsten mit der Lieblingswaffe, die er bevorzugt eben. Der eine mag Scharfschütze, der andere Sturmsoldat. Ich finde, jede Klasse hat seine Vor- und Nachteile und bei Squad betreten wir nun mal einen Squad eben. Also ich gehe hier auf Anschließen und ich bin in einem Squad drin. Im Einzelspielermodus ist das nicht so effektiv, allerdings im Multiplayer-Modus ist das durchaus effektiv. Wenn man noch dazu Teamspeak verwendet oder Skype, ist das mit Abstand die beste Strategie, um den Gegner zu besiegen. Commander, okay, kann man sich bewerben, dann kann man halt seinem Squad Befehle erteilen. Der Squad folgt den Befehlen, zumindest im Einzelspielermodus. Im Online-Modus ist das was anderes. Da gibt es diverse Naps, die das eben nicht können, aber egal, ich bewerbe mich jetzt einfach mal spaßhalber drauf, damit ihr das auch seht. Hier kann man klassischerweise, wie in jedem anderen Battlefield-Spiel, den Stützpunkt bzw. den Startpunkt auswählen. In dem Fall haben wir am Anfang nur die Baustelle zur Verfügung, da die anderen zwei noch erobert werden müssen und diese von der feindlichen Fraktion besetzt ist. Naja, ich würde jetzt mal am Anfang vorschlagen, für Anfänger oder für einen schnellen Kampf ist die Special Forces eine sehr optimale Klasse, denn die Waffe ist sowohl für Fernkampfangriffe, für Fernkampfgefechte als auch Nahkampf sehr effektiv. Und ja, aber ihr werdet hier, denke ich, noch bei der Karte jede Klasse hier noch zu Gesicht bekommen. Und wie gesagt, wir spielen jetzt hier momentan als Amerikaner. Im späteren Projekt werdet ihr auch, denke ich mal, die andere Fraktion noch zu Gesicht bekommen. Aber okay, wir werden jetzt hier erstmal durchkommen. Es gibt natürlich sind die Fraktionen, das muss man immer noch sagen, wie bei jedem Battlefield-Spiel, kartenabhängig. Das heißt, bei dieser Karte spiele ich eben gegen China, aber bei der anderen Karte kann ich zum Beispiel gegen Irak spielen. Und das sind halt auch wesentliche Faktoren, wobei, soweit ich weiß, Amerika überall drin ist. Aber naja, egal. Wir starten als Special Forces. Squad haben wir uns beworben, sind ebenfalls in einem Squad drin. Okay, dann klicken wir auf Fertig, damit wir reintreten können. Ach ja, hier oben habt ihr wieder die klassische Punkteliste wie bei Battlefield 1944. Das sind die Tickets, so nennt man diese Soldaten, die da eben zur Verfügung stehen. Sollte da von einer diesen beiden, sage ich mal, Punktestände auf 0 gefallen sein, dann hat die andere Fraktion gewonnen. Ist also ein ganz klassisches Match. Die Flaggen helfen natürlich dabei, die Punkte von den Gegnern zu minimieren. Okay, auf Fertig klicken wir nun. Und nun haben wir hier den Soldaten, den Special Ops sozusagen, mit der Waffe, die sowohl im Nahkampf sehr gut ist. Ist übrigens eine Automatikwaffe. Man kann zwischen Automatik und... Einschuss, also so, oder Automatik hat eben. Das kann man übrigens bei jeder Waffe auswählen und bei dieser Waffe ist halt der Nahkampf ganz gut und auch der Fernkampf hier gut, wie man deutlich sehen kann. So ein Zwischenform vom Scharfschützengewehr und Sturmtruppengewehr.
Ist natürlich nicht so gut wie ein Scharfschützengewehr und auch nicht so gut wie ein Sturmtruppengewehr, aber so eine Mischung, also für einen schnellen Einsatz, wie ich schon eben gesagt habe, ist sehr primitiv und gut. Und ich bin außersehen die Leiter hier gerade eben nicht runtergegangen, sondern ich bin runtergestürzt. Naja, egal. Zurück zur Karte. Wir spielen hier in einer Art Landschaft, wo sich zwei ein Kernkraftwerk mit zwei Kühltürmen sich befindet. Was der historische Hintergrund ist, das weiß ich selber nicht genau, interessiert mich auch kein Stückchen. Okay, nun kann man hier sehr taktisch vorgehen, indem man hier auch die Minikarte oben rechts am Bildschirm, wie ihr deutlich sehen könnt, benutzt. Denn dort seht ihr grüne Punkte, das sind meine Squad-Mitglieder, die kennt ihr auch am grünen Namen. Die blauen Namen sind die blauen Namen sind auch die Verbündeten, aber die befinden sich nicht in meinem Squad. Also die grünen Namen sind immer Squad-Mitglieder, seht ihr auch an den grünen Punkten oben rechts an der Karte. Ansonsten soll die Minikarte eigentlich sehr verständlich sein und dort müsste eigentlich alles deutlich erkennbar sein. Okay, ich werde jetzt die Reaktoren erobern. Allerdings erwarte ich, dass mir der Typ hier folgt. Und dazu können wir Gebrauch von Befehlen machen. Ich wollte jetzt nicht die C4-Sprengladung ausholen, sondern eigentlich die Befehlstaste hier öffnen. Allerdings weiß ich jetzt nicht mehr die Taste. Ach ja, hier, genau. Nämlich kann man hier zwischen ein paar Standardbefehlen auswählen. Ich nehme diesmal brauche Verstärkung, damit überhaupt irgendein Depp kommt. Es hat sich gerade herausgestellt, dass ich gar kein Commander bin. Ich bin also kein Squad-Leader. Denn hier kann man bei Squads sich als Commander bewerben. Ach, das habe ich noch gar nicht gemacht. Ups. Okay. Und dann bin ich eben der Squad-Leader, falls die mich nehmen. Im Normalfall ist das im Einzelspielermodus kein Problem. Allerdings im Multiplayer-Modus gibt es auch Leute, auch andere Leute, die sich als Commander bewerben wollen. Und so wird halt der mit den meisten Stimmen genommen. Ja, das meinte ich jetzt eher weniger. Ich wollte eigentlich die Flagge hier erobern. Aber ich komm... Hä? Überfahr mich halt gleich, ey. Was soll die Scheiße hier? Ja, warte. Warte, habe ich gesagt. Ey, Mann, ich verpasse den Headshot. Ich mache einen Teamkill. Okay, ihr seht gerade selbst. Wer lesen kann, ist gar im Vorteil. Bewerbung als Commander hat das Zeitlimit überschritten. Das heißt, ich kann keinen Commander mehr werten. Ich bin zu spät mit meiner Bewerbung gekommen. Ja, das ist alles eine Zeitfrage. Und die fahren natürlich jetzt ohne mich los. Ach, ich will ja auch gar nicht mit denen losfahren. Das sind sowieso dumme NPCs. Die rasten die Gegnermasse einfach nur rein. Was war das? Oh, dann haut man lieber schnell ab. Ihr seht oben an der rechten Karte hier so ein rotes Kreis mit so einem Artilleriegeschütz drauf. Das heißt, das wird jeden Moment bombardiert bzw. angegriffen. Das ist jetzt so eine Sache für sich. Das ist der Artillerieangriff. Also wer da drin ist, da lebt kein Mensch mehr. Also das überlebt hier wirklich keiner. So, jetzt werde ich mir allerdings die Flagge zurückerobern. Welcher Depp hat hier auch versucht, die Flagge hier zu erobern? Das verstehe ich gar nicht. Selbst in Artilleriegefecht reingelaufen. Naja, egal. Ich würde lachen, wenn der jetzt überlebt hat. Da würde ich echt lachen. Naja, dann erobern wir eben diese Flagge wieder zurück. Bitte um abholen. Hey, ich brauche ein Taxi. Genau. Und ich heiße in dem Spiel Bionic General, weil ich wollte mich eigentlich Hexenking nennen, aber da ist mir aufgefallen, das passt bei Battlefield 2 nicht wirklich. Und dann wollte ich eigentlich Bionic Commander nennen. Dazu gibt es auch ein Spiel, aber das ist eine andere Geschichte. Aber dieser Name war schon vergeben. Und so bin ich dann auf Bionic General gekommen. Okay, die müssen mich jetzt auch nicht mehr abholen. Ich werde einfach mit dem komischen Helikopter fliegen, falls ich das überhaupt noch kann. Mit der Tastatur ist das gar nicht so einfach. Das ist echt hässlich zu fliegen. Nein, nichts für mich. Dazu müsste ich jetzt mein Gamepad anschließen, allerdings habe ich den gerade nicht dabei, beziehungsweise hier, weil ich den einem Kumpel ausgeliehen habe. Okay, hier haben wir einen feindlichen Soldat. Was für ein klassischer Nap, ey, das gibt's ja gar nicht. Was hat denn der sich vorgestellt, dass er hier reinmarschieren kann und mich erledigen kann? Ganz sicher, so geht das nicht.
Naja, das sind halt NPCs. Was erwartet man von solchen Leuten? Und die Grafik finde ich doch recht gut gelungen, dafür, dass das Spiel auch schon ein paar Jahre alt ist, finde ich dieses Spiel noch immer sehr gut. Mit Abstand eines der besten Battlefield-Spiele meiner Meinung nach. Klar, dass es nicht gegen den Klassiker Battlefield 1944 da ankommt, das ist ganz klar, das ist unschlagbar, aber ich finde, es ist besser als das Battlefield Bad Company 1. Das neue Battlefield Bad Company 2, ich habe mal die Demo getestet, hat mir auch sehr gut gefallen, allerdings ist das einfach kein Battlefield mehr. Es ist so mehr Call of Duty-Style, finde ich.